Hallo, was ist das denn hier? Oh, du armer Vogel. Das tut mir aber leid, aber dein Fleisch nehmen wir mit. Hast du dich selbst aufgespießt hier? Lüdi, auf dich ist Verlass. Virginia, tut mir leid, Virgie, verzeih mir. Oh, Virginia, du bist nicht Lydia. Na, weißt du was, komm, wenn du da hinten so, guck mal, da draußen, da ist da am Fenster. Guckt euch das an. Du kommst hier nicht rein, oder? Du kommst hier nicht rein, oder? Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest. Mit dem Game Bro, dem Kelvin und der Virginia, die sich auch hier irgendwo rumtreibt. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen mit unserem Hausbau weitergemacht. Wir haben die obere Etage hier weiter ausgebaut und aufgebaut. Ich habe sehr viele Stämme hier hochgesteppt. Ich habe das Dach mit euch gemeinsam gedeckt. Ich habe allerdings auch offscreen noch ein bisschen weitergemacht und noch ein paar Stämme rangeschafft, ein paar Steine. Ich habe nicht mehr viel geschafft, allerdings ist das Dach relativ zu. Das ist schon mal sehr gut. Ein bisschen fehlt noch, ist es noch Flickwerk. Und ich habe hier hinten noch ein bisschen an den Wänden getüftelt. Was heißt getüftelt? Ich habe die Steine ergänzt. Es ist noch nicht wahnsinnig viel erledigt, aber es ist auch noch ordentlich zu tun. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben uns die Feuerwehr-Axt organisiert zum einen. Und für heute habe ich uns auf die Agenda geschrieben, ich möchte losziehen, ich möchte in den Entertainment-Bunker. Leute, es wird langsam Zeit. Ich brauche das Katana. Und um das Katana zu bekommen, müssen wir in den Entertainment-Bunker. Leute, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe wieder Wortfindungsstörungen, aber das gibt sich gleich wieder. Wenn wir in dem Entertainment-Bunker waren und uns die Gästekarte organisiert haben, die dort liegt, können wir uns im Gästebunker das Katana organisieren. Das wäre meine Reihenfolge. Ich bin etwas vorbereiteter als gestern noch. Ich habe uns Knochenrüstung gefertigt. Wir sind darum nicht mehr ganz unbewaffnet, beziehungsweise ungerüstet. Ich schaue auch nochmal ganz kurz nach, wie sieht es denn mit Pfeilen aus, Leute. Wir haben, lass mal gucken, 20 Armbrustbolzen, 4 Kohlefaserpfeile und 7 gedruckte Pfeile. Das ist nicht so viel. Dafür haben wir 10 Steinpfeile. Junge, Junge. Leute, wir sind so mittelmäßig gut gerüstet. Wir dürfen allerdings noch ein bisschen was an Munition haben für die Pistole und so weiter. Das passt soweit. Ich denke, wir ziehen los. Wir kommen ja sowieso in den 3D-Druckerraum und können uns dann nochmal einmal Druckerpfeile fertigen und die Kohlefaserpfeile einsammeln. Und ich sehe gerade etwas, Leute. Hallo, was ist das denn hier? Oh, du armer Vogel. Das tut mir aber leid, aber dein Fleisch nehmen wir mit. Hast du dich selbst aufgespießt hier? Das tut mir wirklich leid. Armer Vogel. Kann ich hier nicht noch mehr mitnehmen? So, wir gehen einmal kurz das Fleisch weghängen. Nicht, dass uns das schlecht wird. Ich bin nämlich einer, der sehr talentiert darin ist, Fleisch vergammeln zu lassen in meinen Taschen. Das wollen wir ändern. Es ist zwar nur eins, aber wir packen es ein. Der Kelvin ist doch im Modus Fische holen. Ich denke, wir haben genug. Du kannst jetzt mal wieder, pass mal auf, mein Lieber, Basis erhalten. Da hast du nämlich auch noch mehr als genug zu tun, mein Lieber. Muss ich? Danke. Danke, Kelvin, du bist ein Guter. So, dann kümmern wir uns einmal um dieses mega, mega hässliche Totem. Ihr Leute, guckt euch das mal an. Was habt ihr denn hier für eine Sauerei gemacht? Ja, wir sind in der letzten Folge auch noch besucht worden. Und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, hier aufzuräumen. Wo ist die ausgelöste Falle? Hallo? Hatte ich doch gerade noch gesehen oder habe ich falsch geguckt? Sehr, sehr interessant. Mir war gerade so, als wäre hier noch eine Falle ausgelöst. Jetzt sieht es nicht mehr so aus. Okay, habe ich wahrscheinlich falsch geguckt. Kann sein. Gleich war es auch ein Fehler. Gut, das hier nehmen wir auch nochmal mit. Sehr schön. Muss ja nicht sein. Guck mal, da hat die Lüdi bringt uns auch wieder was Schönes. Hallo, meine Liebe. Guck mal hier. Hast du uns einen Hasen gebracht? Den hängen wir auch direkt mit an die Leine. Danke, sehr nett von dir. Lüdi, auf dich ist Verlass. Virginia, tut mir leid, Virgie, verzeih mir. Oh, Virginia, du bist nicht Lydia. Ich verwechsel dich auch garantiert nie wieder. So, Fleisch bringen wir auch nochmal eben kurz weg. Wir hängen zum Trocknen auf. Leute, sonst vergammelt mir das wieder. So viel Zeit muss sein und ich müsste den ganzen Quatsch hier mal ein bisschen, ja, besser aufbauen. Man kommt nicht mehr so gut dran, aber ich habe auch hier die Holzlager nochmal voll gemacht. Das Lager da hinten ist voll. Sehr schön. Hier haben wir auch noch ein volles Lager. Nur da oben das Lager, das muss wieder nachgefüllt werden. Ich würde sagen, wir starten gleich mal direkt den Gleiter. Können wir von hier aus schon starten? Leute, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das müsste gehen. So, spring ab. Jawohl. Hoch, 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 hochziehen, hochziehen. Jawohl. Hoch, hoch und hinaus. So, wir gucken auf die Karte. Wir müssen grob geschätzt
in diese Richtung fliegen. Leute, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg. Ich fliege zum 3D-Druckerraum bzw. zum Entertainment-Bunker. Und dann sehen wir uns gleich dort vor Ort. So, wunderbar. Da sind wir auch fast schon da, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen langsam, aber sicher in den Sturzflug. So, hier runter, 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 runter. Sehr gut, sehr gut. Nicht zu weit fliegen. Wo ist der Gleiter? Gleiter? Ich habe schon gerade gedacht, ich habe dich verloren. Da war er kurz weg. So, irgendwo hier in der Nähe müsste es doch... Na gut, nicht ganz. Leute, ich habe vergessen zu essen. Oh, verdammt. Wir sind losgegangen, ohne zu futtern. Jetzt muss ich wieder meine Meals knabbern hier. Verdammt nochmal. Dabei haben wir doch alles zu Hause. Wir sind doch eigentlich gut vorbereitet. Wir hauen uns doch mal ein paar Beeren rein, wegen des Trinkens. So, dann sind wir auch einmal komplett voll. Sehr gut. Und ich bin ein Stück zu weit, weit abseits gelandet. Da oben ist der Wagen. Da ist die Karre, da ist der Eingang. Dann laufen wir halt noch ein Stückchen, ist gar kein Problem. Man nimmt sich ja viel zu selten die Zeit, mal durch diese wunderschöne Landschaft zu laufen hier. Wunder, wunderbar. Gab es hier noch was? 3D-Druckerzeug? Nein, gab es nicht. Hier gibt es nur die Batterie. Batterie können wir aber nicht mehr mitnehmen. Leute, wir gehen rein. Wir gehen rein. So, Asrein, mach dein Feuerzeug mal an. Mach dein Feuerzeug an. Oder die Taschenlampe geht auch. Ist mir egal. Hauptsache, du hast genug Batterien dabei. Aber ich glaube, wir finden hier auch noch ein paar. Das ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. So, kannst du wieder ausmachen. Wir holen uns einmal alles hier raus, was wir an Pfeilen haben. Genau, hier gibt es noch ein bisschen Resin, das nimmst du mit. Die Lampen kannst du einpacken. Gab es denn noch irgendwas Wichtiges für uns? Klebeband, sehr schön. Und ein paar Batterien. Super, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wir hatten schon Pfeile gedruckt. Das rein, Leute. Guckt euch das an. Ich druck noch eine Ladung. Dann sollten wir von den 3D gedruckten Pfeilen so ziemlich voll sein. Leute, ich speichere die ganze Geschichte hier auch einmal noch ab, Leute, damit uns nichts passieren kann. Man weiß ja nie. Unverhofft kommt oft. Und Missgeschicke passieren mir ganz gerne. Ich habe gerade überlegt, ob wir eventuell einmal kurz ausloggen und wieder einloggen und uns noch eine Portion Kohlefaserpfeile rausnehmen. Aber nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wenn wir nicht genug davon haben, dann haben wir nicht genug. Wir haben 8 Stück. 20 Armbrustbolzen. 17 Druckerpfeile. Leute, wir drucken uns einfach noch einmal. Dass wir da auf 20 sind, das wäre nicht schlecht. Und wir können ja tatsächlich auch mit der Armbrust kämpfen. Das geht ja auch ein bisschen. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt, Leute. Soweit ich mich erinnern kann, geht es hier drin heftig zur Sache. So, mehr Pfeile kann ich nicht tragen. Wir schauen nochmal zwei ganz wichtige Dinge nach. Zum einen haben wir Sticks dabei. Sticks haben wir dabei. Und wir haben Folien dabei. Folien haben wir auch dabei. Bedeutet, wir können auch im... Ups. Bedeutet, wir können auch im Spot abspeichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich fand das damals auf dem Schwierigkeitsgrad normal schon knackig. Guck mal, eine Uhr. Sehr schön. Dankeschön dafür. Und jetzt spielen wir auf hart. Das ist halt genau die Sache. Ich weiß nicht, ob wir das packen. Aber wir sollten uns nicht zu schlecht machen. Leute, wir kriegen das hin. So, schnappt ihr schon mal die Armbrust? Armbrust, Armbrust. Wo war denn die? Direkt mal nachladen. Dann können wir ein bisschen Pfeile sparen. Leute, guckt euch das hier an. Ich liebe das. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr gruseliger, albtraumartiger Ort. Und ich weiß, hier laufen Fingers rum. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß nicht, ob die sofort hier kamen. Aber lasst uns einmal kurz umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas Wichtiges übersehen. Wie Stoff zum Beispiel. Stoff und Steine und Spinnen. Spinnen oder miese Spinnen. Miese kleine Viecher. Lasst mich in Ruhe. Geht woanders spielen. Nicht mit mir. Leute, hier war das Schwimmbad, oder? Genau. Das Schwimmbad. Und hier waren doch auch schon Mutanten drin. War das nicht so? Hallo? Oder war das im nächsten Schwimmbad erst? Okay. Kann natürlich sein. Guck mal hier, die Eingeschleimten überall.
Das kann nur Fingers gewesen sein. Der macht so Sauereien. Und ich sehe ein super tolles Item hier, Leute. Guckt mal hier, wir haben den Trainingsanzug gesammelt. Erst rein. Da haben wir wieder was Feines für den Kelvin. Hey Doris, I saw on this... Oh, guck mal da, da kommen Babys. I saw on the list that you and your friend have arrived. Let me know if you have time for a drink. If you have time for a drink. We have lots of catch up on. Whatever. Barb. Ach, die liebe Barb. Sehr schön, Barb ist auch da. So, aber wir kümmern uns erstmal um die Babys hier, Leute. Die müssen erstmal weg. Und du lässt mich in Ruhe, du mieses kleines Vieh. So ist es das hier schon gewesen, was Babys angeht. Ich meine, ist ja in Ordnung. Mal gucken. Ich glaube, sonst war hier nichts besonders Wichtiges mehr in dem Raum. Aber ich höre überall dieses Getrappel, aber ich sehe nichts. Von daher, guck mal, hier ist noch ein Döschen. Können wir gut gebrauchen. So, lad mal direkt nach. Dein schönes Gerät hier. Leute, da hinten sind die ersten Mutanten. Guckt euch das an. Hier sind sie. Hier sind sie. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das letzte Mal hier war und gedacht habe, das wären irgendwelche Statuen. So, nimm den Pfeil, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, lebt der hier sitzt? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Aber nicht mehr lange, mein Lieber. Leute, ich kann mit der Armbrust nicht. Das ist nicht meins. Aber wir versuchen das. Um mal ein bisschen Pfeile zu sparen. Leute, da hinten läuft Fingers rum. Hab ich dich erledigt, mein Lieber? Ehrlich, zwei Pfeile nur. So, schön über Kim und Korn. Komm hier, mach's deinem Kumpel gleich und fall einfach um. Verdammt. Aber das Nachladen dauert viel zu lange mit dem Gerät. Viel zu lange. So, da hätten wir die ersten beiden außer Gefecht. So, wir lassen dich einfach mal hier liegen. So, gib mir die Pfeile. Die Bolzen, besser gesagt. So, Stoff am Start. So, alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist, Leute. Und ich bin mir sicher, hier sind mehrere Fingers. Hier sind immer mehrere Fingers gewesen. Da kommt der erste. Da hinten läuft noch ein Blinder. Haben wir dich erwischt, mein Lieber? Ich glaube, einer patrouilliert hier, kommt doch ab und zu mal hier vorne rum und da hinten patrouilliert auch einer. Wenn ich mich nicht irre. Oh, schnapp dir mal einen Bolzen. Also ich glaube, wenn man mit der Armbrust umgehen kann, dann ist das ein feines Gerät. Vom Schaden her dürfte das echt enorm sein. Wenn man denn damit treffen kann. Und das ist mein Problem. So, über Kim und Korn schön anvisieren. Und dann geht das auch mit dem Zielen. Okay, also die kippen ja doch relativ schnell um. Und da ist wieder dieser miese Zwilling, Leute. Ihr seid aber auch alles die einfachen Gegner noch, ne? Genau. Oh, Pillenstoff. Wenn jemand chillen will, kommt vorbei, denn ich hab Pillen und Stoff. Oder so ähnlich. Wo gab es hier noch was? In der Badewanne? In deiner Badewanne warst du der Kapitän. Fingers. Und er schleimt schon wieder. Hör auf zu schleimen, Alter. Lass das. Lass die Schleimerei, Alter. So brauchst du mir nicht kommen. Ich mag dich nicht. Und wenn du schleimst, mag ich dich auch nicht. Du hattest deine Chance. Du wolltest mein Freund nicht sein. Ich habe dir das angeboten. Wir könnten mit Fingerfarbe malen. Schöne Bilder. Kannst deine Gefühle ausdrücken. Sag mir doch einfach mal, wo der Schuh dich drückt, mein Lieber. Ich glaube, ich gehe mal vorsichtig wieder hier dran vorbei. Mal gucken, hast du mich gesehen? Ich möchte so gern's Katana haben.
Fingers, mein lieber Fingers. Wenn du rennst, sind wir keine Freunde mehr. Dann ist vorbei. Hey, genau. Und was mache ich? Ich schieße vorbei. So, das war's für dich, mein Lieber. Und dann gibt's die nächste Mutantenhaut. Guck mal hier. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Und die Haut mitnehmen. Nicht vergessen, mein Lieber. Guck mal, überall stecken hier die Pfeile in der Wand. Leute, wer zielt denn hier so schlecht? Was ist denn da los? Ach, kann doch nicht sein. So. Ich bin im Beat. Leute, diese Mucke hier. So, also ganz ehrlich, ich hätte... Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Aber kein Fingers. Ich habe das so in Erinnerung, dass hier mehrere Fingers rumlaufen. Lauf weg. Oh, oh, pass auf. Ich muss anvisieren, bevor ich schießen kann. Im Ernst? Zwei Bolzen und du bist hinüber? Alter, wir spielen auch schwer. Was ist denn los mit dir? Gib mal einmal die Fackel. Vielleicht können wir uns noch mal ein paar Knochen einsammeln gleich. So. Da fällt mir gerade ein, ich habe die Armbrust noch gar nicht auf einer Schnellwahltaste. Das müssten wir bei Gelegenheit mal optimieren. Ich weiß gar nicht, es war tatsächlich nur ein Fingers, aber dafür ist hier noch der liebe Zwillingsbruder. Da ist noch ein Fingers. Da steckst du. Also mir macht das nichts, wenn du da in der Tür feststeckst. Also ganz ehrlich, da habe ich kein Mitleid mit dir. Einmal knicken und werfen für ein bisschen extra Beleuchtung da hinten. Ist der jetzt abgehauen? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Komm wieder. Fingers, mein Lieber. Ich möchte hier ganz ungern zu euch rauskommen, solange nicht einer von euch eliminiert ist. Warte mal, hier gab es doch gleich auch noch mal eine Kamera, oder? War hier nicht noch so eine schöne Action-Cam? Ich glaube, hier gab es doch eine Action-Cam gleich. Hast du nicht eine Action-Cam für uns oder irgendwas anderes? Irgendwas war doch hier. Leute, ich verballer die ganzen Bolzen. Join us in the dining hall Monday at 2 p.m. for a special performance by Bad Pivo. Das ist aber ein ganz schön schlechtes Pivo, Leute. Und kommt doch einfach mal hier vorbei für schlechtes Karma. Gibt's hier auch mehr als genug. Hallo, mein Lieb. Schön, dass du immer so zurückweichst, sobald man dich einmal trifft. Guck mal hier, Fingers. Komm, ein Bolzen noch für dich. Ein für Mama, ein für Papa, ein für mich und ein für Virgie. Ein für Kelvin. Ast rein. Schön, dass du umfällst. Danke für deine Kooperation. Und da hinten ist der andere Miese. Bleib da hinten. Bleib da hinten. Ich hole mir nur die Haut und dann bin ich wieder weg. So, wo geht's hier raus? Pass auf. Nachladen. Also ich muss sagen, bis jetzt ist die Geschichte ja relativ entspannt hier. So, wo steckst du, Alter? Mein lieber alter Knödel, Otto. Da draußen ist auch irgendwas. Und ich höre Babys quietschen. Na, weißt du was, komm, wenn du da hinten so... Guck mal, da draußen, da ist ein Alarmfenster. Guckt euch das an. Du kommst hier nicht rein, oder? Du kommst hier nicht rein, oder?
Und wenn du doch reinkommst, bin ich auch nicht mehr dein Freund. Ein schöner draußen. So, lauf, 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 lauf. Lad nach, lad nach. Ich möchte gar nicht mit euch im Nahkampf kämpfen. Leute, ich bin im Nahkampf gerade nicht zu gebrauchen. So, aber vielen Dank. Danke für meine Pfeile. Danke, dass ihr mir die ganzen Bolzen wiedergebt. Und danke für ein leckeres Stück Haut. So, wir ziehen uns gleich ein bisschen mehr Mutantenrüstung an. Das wird ja nicht einfacher hier. So, aber wir gucken noch mal eben kurz durch hier. Guck mal, da liegt noch was Schönes. Werbeprospekt. Ribbons. Flying Lady Circus. Okay, das war wahrscheinlich die geniale Show, die ihr hier geplant hattet. So, Bolzen einsammeln, Bolzen einsammeln. Nichts liegen lassen. Und dann geht es gleich hoch in die obere Etage. So, ich hätte gesagt, das Schwerste haben wir hier eigentlich schon hinter uns. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es oben ab. Leute, guckt euch diesen schönen Brunnen an. Sehr, sehr, sehr relaxing und entspannend. Ein schöner Bunker. Leute, auch das, guckt euch das an, dieser Mega-Pool. Das ist ja wohl mal eine mega geile Location. So, wir gehen mal hier rüber. Einmal gucken. Vielleicht können wir noch einen Drink abstauben hier irgendwo. Niemand da? Überhaupt keiner? Leute, ihr wolltet ja eigentlich nur relaxen und was ist passiert? Keine Ahnung. Schlimme Dinge. Wer hat dann die Mutanten auf euch losgelassen? Wollen wir einmal in den Whirlpool steigen? Ist kein Wasser mehr drin, glaube ich. So, scheint so, als wäre hier gar nichts Spannendes mehr. So, jetzt könnten wir einmal hier abbiegen, wo wir aber, glaube ich, die Karte noch nicht haben. Genau. Die fehlt uns noch. Leute, der Gitarrenspieler ist hier. Guckt euch das an. Das war's hier. Wer jammert denn da so wieder? Leute, hier gibt es die Gitarre Ast rein. Wir haben die Gitarre sehr schön. Yeah. Machst du nicht kaputt? Nein, 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 pack's weg. Nimm dir lieber wieder was anderes. Hier, den Bogen zum Beispiel. Die Handtasche, ein bisschen Geld. Sehr schön. Wir können nicht mehr Speck mitnehmen. Speck hast du mehr als genug. Kleiner Specki, brauchst kein Speck. So ein paar Flaschen hier für den Molotow wären vielleicht auch nicht so übel. Also irgendjemand ist dahinter. Verdammt. Oh Mann. Du hast dich echt... Bettpivot. Squeaky Shoes. Ja, Squeaky Shoes. Du Armer. Hast dich ganz mies an deiner Gitarre verschluckt. Den Auftritt hast du dir wahrscheinlich auch... Attention all. No to all employees, Mr. Puff desires all digital communications to be printed out. Do not leave digital copies of your communications on any device and discard all of your communications when done with them. Sincerely, Barbara Puffton. Irgendwie hatten die Angst vor digitaler Kommunikation anscheinend. Es sollte alles ausgedruckt werden und die digitale Kopie gelöscht werden. Kann man so machen, wenn man was zu verbergen hat. So. Und nochmal, du Armer, du hast dich ganz, ganz mies an deiner Gitarre verschluckt. Ich glaube, da ist irgendwas gewaltig in die Hose gegangen. Du Armer, sieht nicht gesund aus, was du gemacht hast. Hier gibt es nochmal ein Schnappes. Ich glaube, da gab es noch mehr, oder? Und dann müssen wir uns auf jeden Fall noch Molotows machen. Ich glaube, da habe ich nämlich auch fast gar keine mehr. Guck mal hier. Auf jeden Fall gibt es hier Geld ohne Ende. Aber ich glaube, mit dem Geld konnte man nicht viel anfangen. Außer, dass man damit sein Feuer anfachen konnte, oder? Was wir machen uns mal, einfach weil wir es wieder können, direkt mal ein paar Molotow-Cocktails fertig. Müssen wir ja nicht benutzen, wenn wir es nicht müssen. Aber auf jeden Fall, dann haben wir sie mal wieder. Und wir machen weiter mit der Armbrust. Wir ziehen das jetzt hier einmal mit der Armbrust durch. Was brauchen wir denn hier für eine Karte?
Auch die, die wir nicht haben. Das könnte sein, dass das auch schon die Gästekarte war. Und schon wieder Werbung. Guckt euch das mal. Nee, guck mal hier. Holo Springs. Maintenance Bunker. Die Position. Das Helipad. Golfkurs. Der Flugplatz. VIP Bunker. Residential Bunker. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wir sind jetzt im Entertainment Bunker. Und ich glaube, wir müssen danach in den Residential Bunker. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt im Residential Bunker nämlich das gesuchte Katana, das heiß ersehnte. Mann, ich häng fest. Lass mich los. Müsste jetzt hier nicht auch irgendwo die Karte sein? Leute, guck mal hier, da ist die Karte. Lass rein. So, pack sie weg. Das müsste die Gästekarte sein, wenn ich mich nicht alles irrt. Dann können wir mit dieser wunderschönen Karte jetzt die anderen Räume betreten, die anderen Bereiche. So, hier geht es nicht weiter. Aber ich denke, hier kommen wir jetzt rein, oder? Yes. Ich glaube, in dem Raum waren keine Gegner, aber hier gab es ein bisschen Loot und ein bisschen was zu gucken. The calculations work. I triggered several times in 900 AD and 3 times in the 70s. We have to get everyone out of here. We can't let the soft opening go ahead. Dr. Masaki. Yep, schön, schön. Dann haben wir hier nochmal neue Position. Wartungsbunker B. Wir waren, glaube ich, schon im Wartungsbunker B. Aber schön, dass wir jetzt die Position haben. Leute, man ist ja hier nicht an solche kleinen Dinge gebunden. Ich glaube, hier gab es nochmal Munition. Guckt euch an, Schrotflinten. Wunderschön. Klebeband, Batterien. Batterien sind wir voll. Sehr viel Druckertinte. Astreine Geschichte. Und noch einmal ein bisschen Munition. Schrotkugeln und Gewehrmunition. Ist sehr toll, aber wir haben das Gewehr ja immer noch nicht. Da habe ich jetzt momentan auch gar keine Idee mehr, wo das Gewehr gelegen hat. Falls ihr das noch wisst, lasst es mich gerne wissen. Keep an eye on Jinju. Puffton thinks he may be losing it. Hank. Ja, ja, Jinju ist, glaube ich, nicht so zuverlässig, wie er dachte. So, dann hätten wir die nächste Türe. Und wenn mich dann nicht alles irrt. Also hier sind auf jeden Fall Babys hinter. Haha, Babys. Und Blinde. Legst du die schlafen? Kuschelst du so ein bisschen mit der Wand? Mein Lieber, was machst denn du da? Wieso geht denn mit dir? Stimmt mit dir irgendwas nicht? Brauchst du Hilfe? Also wir können über alles reden, wenn es dir nicht gut geht. Was dich so betrübt? Was hast du so für Gedanken den ganzen Tag über? Die ganze Morderei, das kann ja auch nicht gut sein auf Dauer. So, aber dafür, dass wir die Geschichte hier auf schwer spielen, ist der Bunker bis jetzt viel zu entspannt. Wow, hätte ich nicht sagen sollen, hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich nicht sagen sollen, da kommen sie auf einmal alle. Lady, zieh dir mal was an. Und renn nicht weg, nur weil du einen Pfeil im Kopf hast. Hast ja noch gar nicht. Lass mich. Wir können ins Wasser gehen, wenn ihr frech werdet. Da habe ich keinen Schmerz mit. Wow, daneben, den müssen wir einsammeln. Den müssen wir wieder einsammeln. Wo ist er? Gib mir den Pfeil wieder. Was hältst du so viel aus jetzt hier? Kann das mal... Na, ist doch nicht dein Ernst. Jetzt, wo wir gerade so gut dabei waren, springst du ins Wasser. Ernsthaft? Du lebst ja noch. Wie kann das denn sein? Oh, Gegenstromanlage. So, dann noch deine Kumpeline. Okay. Die hatten wir anscheinend schon erwischt. Der nächste Brief. Guck mal hier von Doris. Nee, an Doris. Doris, do you have time for a quick drink? Ed's been getting these dreams about cubes in the bathroom. I really need a... Was?
A sane opinion. Sane opinion? Barb. Ja, brauchst du auch mal. Brauche ich auch manchmal. Weil das frische Blut noch. Das sieht so aus, als ob die gerade erst gestorben sind hier. Hier gibt es auf jeden Fall einen Fingers drin. Aber da ist er. Da ist der kleine miese Fingers. So, wenn ich das verhindern kann, lasse ich mich nicht auf einen Nahkampf mit dir ein, mein Freund. Auf gar keinen Fall. So. Und ich frage mich aber echt, wieso die Geschichte so entspannt vonstatten geht hier. Gut, ich spiele zaghaft. Ich spiele ein bisschen zurückhaltend. Ich spiele ein bisschen auf Vorsicht bedacht. Aber normalerweise geht das doch trotzdem viel heftiger ab hier. Wollen wir nochmal einen Brief lesen? Okay. Ja, irgendeine Geheimschrift. Pack's mal weg. Die Zeit haben wir jetzt nicht, das Rätsel zu lösen. So, mein lieber Fingers. Letzter Pfeil gefällig. Viele können es noch nicht mehr sein, die du brauchst, oder? Oh, danke schön. Danke. Vielen Dank, dass ihr das so entspannt hier mit mir zu Ende gebracht habt. Ich mag das auch. Man kann hier halt was sehen in den Bunkern. Das ist schön. Man kann so ein bisschen, ja, entspannter vorgehen. In den Höhlen sieht das Ganze halt ganz anders aus. In den Höhlen ist immer duster. Da ist immer schlimm. Also, ich mag es halt, wenn man was sieht. Da kann man mit den Zombies ganz gut. Zombies. Hier gibt es keine Zombies. Mit ein bisschen Licht ist das halt alles sehr, sehr viel entspannter. So, Leute, und hier gibt es doch jetzt die Kettensäge, oder? So, Baby, gib mal her. Gib mir den Pfeil. And anticipate the activation will amplify the youth-giving properties of the solophyte. Reset your body and yourself. Setze deinen Körper zurück und dich selbst. Die Zeit läuft ab. Hollow Springs, zeitloser Luxus, zeitlose Jugend. Sehr, sehr schöner Werbespot. Mann, was hast du mit deiner Säge gemacht? Hättest du die anderen gesägt anstatt dich. Haha, drei Leute. Jetzt können wir richtig mal Gas geben im Wald. So, hier ist noch ein bisschen was zu trinken. Kannst du auch noch einchecken. Und da oben stecken auch noch eine Handvoll Bolzen. Guck mal hier. Nichts übersehen, nichts liegen lassen, mein Lieber. Sehr schön, dann haben wir hier schon mal gut abgeräumt. Das hat gut funktioniert. Viel, viel, viel besser, als ich jemals gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wir brauchen länger. Und das Ganze wird deutlich, deutlich schwieriger. Aber was soll man sagen? Es hat gut funktioniert. So, wir sind von hier gekommen. Wir könnten hier nochmal rein. Leute, hier treffen wir doch gleich, glaube ich, noch wen, oder? Kommt hier nicht das erste Mal der mit der Dicken an? Ich weiß es nicht mehr. Och, da ist er, da ist er. Guckt euch das an. Johnny mit der großen Klaue, mit der großen Flosse. Komm mit mir, du musst nicht hier bleiben. Wo willst du hin, mein Freund? Tu's nicht. Und da ist er weg. Ja, ich soll nicht hierbleiben. Ich weiß, du hast mich gerade rausgeschickt. Aber hier gibt es doch bestimmt noch was mitzunehmen. Leute, wie cool ist das denn? Aber ich glaube, geht's hier weiter? Ging es hier noch weiter? Ich glaube, ja, man konnte hier noch ein Stückchen weitergehen. So. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, nur ein weiterer Ausgang aus dieser ganzen Geschichte hier. Von daher... So, ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch mein Video gefallen hat, wenn ihr meinen Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise in Sons of the Forest und 7 Days to Die und was auch immer ihr euch noch gerne mit mir anschauen wollt. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.